Ladies and Gentlemen, die 20er sind die goldenen Jahre unseres Lebens. Es ist die Zeit, wo wir noch das volle Potenzial in uns tragen, unsere Ziele zu erreichen. Und wir so gesund und resolut sind wie nie wieder danach. Doch viele verschwenden diese Zeit, indem sie nur in Clubs rumhängen, ihr Geld und ihre Gesundheit verprassen und schwächer aus dieser Dekade herausgehen, als sie reingekommen sind. Doch wenn du diese zwei Prinzipien, diese zwei Grundbausteine aus diesem Video in dein Leben integrierst, wirst du zu einer anderen Gruppe von Menschen gehören. Du wirst diese 10 Jahre weise und zukunftsorientiert nutzen, gleichzeitig aber auch genug Spaß haben, denn dafür sind die 20er ja auch da. Dass du ganz ohne Reue auf diese Zeit zurückblicken kannst, das kann ich dir nicht garantieren. Aber ich verspreche dir, dass du sie als erfolgreich, erfüllend und zukunftsorientiert in Erinnerung behalten wirst. Mein Name ist Nils Langer und ich wünsche dir viel Erfolg mit Inhalten aus diesem Video. Grundbaustein Nummer 1, lege deinen Kurs fest und setze die Segel. Oder anders ausgedrückt, beantworte die folgenden drei Fragen für dich persönlich. Was möchtest du hinterlassen? Was möchtest du in Zukunft nicht mehr? Und was möchtest du wann erreicht haben? Beginnen wir mit der ersten Frage. Was möchtest du hinterlassen? Die Frage kommt aus dem Buch Die 7 Wege der Effektivität und sie zielt auf folgende Situation ab. Stell dir vor, du liegst in deinem Sarg und um dich herum stehen deine Familie, deine Freunde, deine Partnerin, dein Partner, whatever. Und jeder kommt nochmal nach vorne und sagt einen Punkt über dich. Was sollen diese Punkte sein? Sollen sie sagen, dass du immer Familie an erster Stelle hattest, dass du das Geld für sie eingesetzt hast, dass du dich für andere eingesetzt hast? Was sollen sie über dich sagen? Lege das ganz genau fest, denk gut drüber nach, denn das ist dein Personal Mission Statement. Bedeutet, du legst damit fest, welche Prinzipien du in dein Leben integrieren möchtest. Was ist deine Mission? Was möchtest du hier erreichen und vor allem hinterlassen? Frage Nummer 2. Was möchtest du in Zukunft nicht mehr? Viel stärker als die Freude ist im menschlichen Gehirn die Angst. Deswegen überlege dir, was du in jedem deiner Lebensbereiche in Zukunft nicht mehr haben möchtest. Möchtest du weiter Single sein? Ja oder nein? Wenn nein, schreib es auf. Möchtest du weiter in deinem Job arbeiten? Ja oder nein? Wenn nein, schreib es auf. Geh wirklich jeden deiner Bereiche so durch und schreibe dir so eine Liste auf, die du jeden Morgen anguckst, damit du dein Unterbewusstsein auf Erfolg umprogrammierst. Und Frage Nummer 3. Was möchtest du bis wann erreicht haben? Ein Porsche zu fahren ist sicherlich ein schönes Ziel, doch du musst dir auch eine Deadline setzen und die sollte realistisch sein. Wenn du jetzt gerade broke bist, dann solltest du nicht sagen, dass du in einem halben Jahr einen Porsche fahren willst, das ist unrealistisch. Aber 5 Jahre? Warum nicht? Schreibe dir also deine Ziele auf, erstell dir eine Bucketlist mit Deadlines dahinter. Denn Ziele und Deadlines sind einfach Wünsche, die man nie erreichen will. Nehme diese 3 Fragen wirklich ernst. Denke über sie nach, schlafe eine Nacht drüber, bete darüber. Denke wirklich über sie nach, denn sie können deine Zukunft verändern. Grundbaustein Nummer 2, sorge vor. Keine Sorge, ich will dir keine Versicherung andrehen. Vorsorge steht gar nicht nur aus dem finanziellen Punkt. Es geht auch um einen anderen Punkt, aber dazu kommen wir gleich zu sprechen. Der finanzielle, den sollte man nämlich auch nicht vernachlässigen. Geld verdienen ist schön und gut. Und wenn du in deinen 20ern bist, wirst du das wahrscheinlich auch tun. Aber was machst du mit dem Geld? Gibst du es einfach nur aus, verschwendest es in Feiern, Alkohol, irgendwelche coolen Kleider, was man machen darf, solange es nicht so viel Geld wird? Oder investierst du es auch? Investierst du Geld in Aktien, investierst du es in Kurse, um dich weiterzubilden? Investierst du es in dich selbst? Denn Geld ist eine Form der Energie. Und wenn du diese Energie nur ausgibst, wird sie weniger. Doch wenn du es investierst, wird sie mehr. Und das muss nicht nur im finanziellen Bereich sein, sondern kann auch, wie gesagt, deine Bildung sein. Wichtig ist, dass du sie nutzt, dass du das Geld, was du bekommst, nutzt und nicht nur weniger werden lässt. Punkt Nummer 2, Sport. Was bringt es dir, wenn du mit 80 wirklich genug Geld angespart hast, aber körperlich so ein Wrack bist, dass du gar nichts mit deinen Enkeln machen kannst, dass du gar nicht die Reise machen kannst, die du in deiner Rente machen wolltest? Deswegen investiere auch Zeit in deine Gesundheit. Du musst nicht ins Gym gehen, das habe ich ja schon mal im anderen Video gesagt, aber such dir eine Sportart, die dir Spaß macht. Dehne dich regelmäßig, um flexibel zu bleiben. Ernähre dich gesund, um auch geistig fit zu bleiben. Schlafe gesund. Es gibt so viele Dinge, die du machen kannst, die oftmals gar nicht so viel Zeit kosten. Mein persönlicher Tipp wäre, dass du jeden Tag eine kleine Runde spazieren gehst, auf deinen Schlaf achtest und maximal 2 bis 3 Mal pro Woche cheatest. Wenn du das am Anfang schon mal machst, bist du schon mal 95% weiter als die meisten. Wenn du dann auch ein Workout integrierst, vielleicht 2-3 Mal die Woche, indem du, keine Ahnung, zum Badminton-Training gehst, zum Kampfsporttraining gehst oder wirklich sogar ins Gym, dann sollte einer gesunden Zukunft wirklich nichts mehr im Wege stehen. Fassen wir nochmal alles kurz zusammen. Du musst für dich persönlich deinen Erfolg definieren. Du musst dir klare Ziele setzen und vor allem Deadlines, dass es aus den Wünschen wirklich erreichbare Ziele werden. Gleichzeitig musst du aber auch an deine Zukunft denken. In welche Skills möchtest du investieren? Wie viel Geld möchtest du später haben? Und vor allem, wie gesund möchtest du später sein? Was bist du bereit, in diese beiden Punkte zu investieren? Und ein Investment, was du direkt jetzt machen kannst, was dich auch gar nichts kostet, ist, diesen Kanal zu abonnieren. Hier mache ich Videos zu dem Thema, wie du erfolgreich durch deine 20er kommst. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.